Carlsen ist in den vergangenen Jahren unglaublich gewachsen und viele neue Kolleginnen und Kollegen sind zu uns gekommen. Und dieses Wachstum bedeutet für uns, wir platzen aus allen Nähten. Wir brauchen neue Räume. Und da haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen und gegenüber wurde eine unglaublich tolle Fläche frei in dem historischen Gebäudekomplex und die haben wir angemietet, damit all die Kolleginnen und Kollegen, die bisher in den Nachbargebäuden untergebracht waren, jetzt zu uns kommen können und wir näher zusammenrücken. Der Umzug war für uns die Chance, Carlsen in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mal ein bisschen neu zu denken und New Work Prinzipien, mit denen wir uns ja seit 2019 relativ intensiv auseinandersetzen, nochmal auch in Räume umzusetzen. New Work ist ja ein Containerbegriff, wo ganz, ganz viele Sachen reinfallen. Das Zentrale für mich bei New Work ist selbstbestimmtes Arbeiten. Dazu gehört Transparenz, genauso wie digitale Zusammenarbeit, gehört Kommunikation, neue Kommunikationsformen, wie agiles Arbeiten, gehören neue Entscheidungsstrukturen und. Und Räume können dazu beitragen, eine Stimmung dafür zu schaffen. Diese Veränderung, die wir nicht als Konzept dem Verlag überstülpen wollen, diese Veränderung auch mit umzusetzen und zu schauen, was davon eigentlich für Carlsen und für die Menschen bei Carlsen, weil um die geht's, auch passen könnte. Bei der Auswahl der Architekten war es uns besonders wichtig, dass sie Erfahrungen mit dem Thema New Work und New Spaces hatten und auch unserem kreativen Anspruch entsprachen. Unser Büro hatte die tolle Aufgabe, gemeinsam mit dem Team Carlsen die neuen Anforderungen an die Arbeitswelt für den Verlag mit der Industriehalle, die wir hier vorfinden, zu verbinden. Dabei stand insbesondere die unterschiedliche Maßstäblichkeit im Raum. Das heißt also, wir haben eine sehr, sehr diverse Struktur, die ursprünglich gedacht war zur Fertigung von großen Industrieteilen. Jetzt kam auf einmal die Büronutzung dazu und ein Eventspace. Und wie können wir das miteinander verbinden? Wie geht das zusammen? Das war die große Herausforderung, aber auch das Tolle und Spannende an dem Projekt. Während unseres Bauprojektes haben wir hier wirklich eine Menge über das Gebäude erfahren. Und so wissen wir mittlerweile, dass vor über 100 Jahren hier eine Dreherei drin war. Und direkt bevor wir eingezogen sind, war hier ein Fotostudio drin. Das heißt, hier waren überall riesige Fotoleinwände. Ich freue mich sehr, dass das Konzept aufgegangen ist, dass wir es geschafft haben, Flächen zu schaffen, die ganz viele unterschiedliche Sichtbezüge anbieten. Das heißt also, wenn ich durch die Fläche gehe, öffnen sich immer wieder neue Perspektiven, neue Raumsituationen und auch räumliche Qualitäten, die alle auf ihre Art unterschiedliche Voraussetzungen und ein unterschiedliches Angebot für den Verlag bieten, kommunikativ und hoffentlich erfolgreich zu arbeiten. Ja, New Work bedeutet für mich tatsächlich auch, Freiräume zu schaffen, also den Raum für jeden Einzelnen, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, selbstbestimmt zu arbeiten, mit flexiblen Teams kreative Ideen zu brainstormen oder einfach sich auszutauschen. Und für diese Freiräume benötigen wir eben tatsächlich auch Räume. Und so hat Carlsen beispielsweise jede Menge Meetingräume in verschiedenen Größen, in verschiedener Ausstattung, die wir dafür nutzen können. Wir haben diese tolle große Fläche hier unten, die wir ganz flexibel bespielen können. Wir haben sehr helle und offene Büros. Ich glaube, es gibt tatsächlich fast kein Büro hier, wo ich die Tür hinter mir zuziehe und gar nicht mehr gesehen werde. Und das ist ganz toll, weil tatsächlich die Transparenz quasi auch auf unsere Fläche eingezogen ist und so auch die Wahrnehmung füreinander nochmal gestiegen ist. Ja, hier haben wir eine neue Konstellation. Vorher saß ich im Zweierbüro und jetzt sitze ich im Viererbüro, war vorher total skeptisch. Jetzt sehe ich aber ganz tolle hohe Wände und ich bin einfach froh, mal mit den Kollegen zusammenzusitzen. Aber eins muss man bedenken, ich telefoniere viel, ich telefoniere relativ laut und ich telefoniere relativ lange. Und um die gute Stimmung bei uns im Büro beizubehalten, dann habe ich eine sehr gute Möglichkeit gefunden. Ich nehme Laptop und dann gehe ich in die Telefonzelle. Soll ich mal ausprobieren, wie das funktioniert? Dann nehme ich mich das, gehe hier hin. Könnt ihr mich hören? Genauso soll es sein.
der größte Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Gebäude ist, dass wir halt hier alle gemeinsam sitzen als Abteilung. Wir können uns sehen, wir können uns zurufen. Das war im alten Gebäude nicht möglich. Da waren wir in unterschiedlichen Büros versteckt. Und das schätze ich hier sehr, dass wir quasi so einen Team-Spirit erzeugen können, der einmal quer durch den ganzen Raum geht. Ich wünsche mir, dass diese Räume jetzt belebt werden, dass ganz, ganz viele Menschen hierher kommen, dass die Menschen nicht, wie das traditionell üblich war früher, dass sie nicht morgens um 9 kommen und dann irgendwann am Nachmittag gehen und ihren Schreibtisch kaum verlassen haben. Viel Austausch, viel Miteinander, viel unterschiedliche Arbeitssituationen. Leute zwischendrin mal meditieren gehen, sich ausruhen, sich zum Essen treffen. Und dann, glaube ich, entsteht hier eine Stimmung, die ganz, ganz viel Kreativität auch wieder wecken kann. Und ich wünsche mir da hinzu noch, dass wir eine gute Verbindung schaffen zwischen Dock 14 und Dock 20. Dass das hier einfach ein Ort ist, wo sich alle willkommen fühlen, wo alle die gesamten Möglichkeiten nutzen können, sich gegenseitig auch inspirieren. Und ich wünsche mir, dass dieser Fischmarkt, dass es da immer bebt und lebt, dass wir da einen Carlsen Creative Campus machen können, dass wir viele Gäste haben zu Lesungen. Partys machen. Und rauschende Feste feiern, und das trinken. Kommt natürlich auch dazu. Aber dass wir hier einfach viel gemeinsam auf die Beine stellen und Gäste haben, die glücklich nach Hause gehen und sagen, wow, ich war heute bei Carlsen. Ich wünsche mir Spaß. Viel Freude. Spaß lachen, miteinander. Hier. Lachen. Quatsch. Und ich wünsche mir auch eine Weiterentwicklung, weil das Ganze lebt erst davon, wenn die Carlsens auch hier sind und wirklich ihre Ideen weiter mit einbringen und sich gegenseitig mitnehmen auf diese Reise, wo wir uns jetzt schon gut auf den Weg gemacht haben. Aber jetzt gehört es uns, jetzt haben wir einen Schlüssel. Unser Chip öffnet hier die Tür und es beginnt ein neuer Weg für uns. Neue Zukunft.